So, und damit herzlich willkommen zur nächsten zombie-tastischen Folge hier bei State of Decay 1. Wir werden mal ganz kurz das Gebäude hier noch durchschauen. Ja, wobei hier scheint gar nichts zu sein. Ja, haben wir tatsächlich mal kein Loot-Glück. So, und dann werden wir mal zurück zu unserer Basis fahren. Denn, wie gesagt, wir hatten den Arzt da geholt. Der dürfte mittlerweile auf dem Weg sein. Now I've drawn up some basic plans, but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. So, hier werden wir mal. Werden wir mal ein bisschen Lärm machen, um die Zombies hier rauszulocken. Dann dürfen wir, glaube ich, bloß noch den einen da haben. Oder auch nicht. Ja gut, die kriegen wir zur Not auch noch so kaputt. So, die kriegen wir, denke ich, auch noch so kaputt. So. Im Plenum war hier nämlich nochmal schnell das Gebäude. Oh, da kommen nochmal zwei Friendos. Drei Friendos, drei viele Friendos. Da kommt noch einer. So, jetzt brauchen wir aber dringend erstmal Verschnaufpäuschen. Langsam mal sicher wird es dann doch ein bisschen kritisch mit so vielen Zombies. So, dann gucken wir uns hier nochmal schnell um. Bevor wir wieder zurück zur Basis gehen, nehmen wir nochmal ein oder andere Sachen nochmal mit, die wir hier finden können. Nice. Nehmen wir mal mit. Und auch wenn es jetzt nicht atemberaubend an Stuff ist, was wir hier finden. Oh. Jetzt haben wir nochmal Glück und finden noch ein paar Lebensmittel. Das wäre natürlich nochmal Bombe. Gucken wir mal. Ja, da haben wir sogar nochmal ein paar Snacks gefunden. Die guten Trinkies, ne? Dann gucken wir uns hier nochmal um. Auch nochmal einige Zimmer. I got nothing left. Ja komm, das ist ein amerikanisches Haus. Also wenn wir hier wenigstens einen Revolver finden, dann ist hier aber was verkehrt in dem Spiel. So, das könnten wir rein theoretisch nochmal mitnehmen. Na gut, den Wecker brauche ich jetzt nicht unbedingt, bin ich ehrlich. Mal gucken wir uns hier nochmal um. Wie gesagt, mit dem Wecker könnte man zum Zombie andocken nehmen. Ja moin. Ja moin. Da müssen wir natürlich dezent nochmal ans Auto, ne? Das können wir nicht so stehen lassen. So, wir haben noch Platz für drei weitere Säcke. Die werden wir dann dezent mal mitnehmen. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. So, hier werden wir mal sagen, wir tauschen mal den Rucksack aus. Da können wir nämlich ein paar Sachen mehr mitnehmen. Nice. So. Das habe ich nämlich immer ganz gerne, wenn wir noch ein bisschen Platz mehr haben.
So, zwei Säcke können wir noch einpacken. Gucken wir noch mal, was wir hier noch so plündern können. Da wird sich unsere Basis aber freuen. Haben wir einiges gerade, was wir rausholen können. Na gut, hier ist leer. Hier war bloß noch die Puppe drin, die brauchen wir nicht. Dann gucken wir uns hier nochmal um. Wir haben ja gesehen, dass hier im Flur noch ein Schrank ist, hier nämlich. Gucken wir mal. Wie gesagt, es kann auch immer mal passieren, dass wir von Menschen überfallen werden. Das kann halt auch durchgehend immer mal passieren. Es gibt halt auch Raider, also sprich andere Enklaven von Überlebenden, die es natürlich auf andere Überlebende abgesehen haben, um die zu überfallen. Deshalb sollten wir uns hier nicht zu sehr oder zu sicher führen. So, unsere gute Mara ist bald hinüber, ne? Die muss bald wieder mal eine Runde schlafen. Wie wir gerade sehen. So, da. Ah, das war nicht so gut. Jetzt haben wir einen kleinen Stein mitgenommen und der kleine Stein hat natürlich dafür gesorgt, dass unser Auto dementsprechend später ramponiert wurde. So, haben wir nochmal eine Zombie-Horde dezimiert. So, jetzt müssen wir mittlerweile aber mal... Alter, okay, das ist nicht so gut. Hier läuft ein Koloss rum. Okay. Bei dem Koloss muss man tatsächlich immer ein bisschen aufpassen. Der macht ganz schön Damage an Autos. Also, ne, den kann man nicht mal einfach eben umfahren. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen orientieren hier. Okay. Hier haben wir nochmal eine Quest bekommen, wie wir gerade sehen. Die werden wir uns dann als nächstes mal angucken. Die werden wir aber mit Michael wahrscheinlich wieder machen. I'm almost there. Found this while I was out. Sweet. So, sehr schön. Lebensmittel haben wir auf jeden Fall schon mal genügend. Was uns ein bisschen fehlt, wäre Munition. How is he? The fever's lower than it was, but it still hasn't broken. Hey, did you ever look at the ceiling of this tent? It's all, I'm the ceiling. I keep rain off you. Good job, ceiling. The painkillers also seem to have taken effect. Auch nicht schlecht. Let me take a look. You got him on antibiotics? As many as we can spare. Well, the good news is the wound hasn't become necrotic. I'll keep an eye on him till the fever breaks, but I think your friend is gonna make it. Thanks, Doc. Thank a man for doing his job, and it'll just go to his head. Do I get a lollipop now? Der Typ ist mal auch richtig stoned, ne? Aber wir haben Ed gerettet, sehr schön. Haben wir gleich nochmal was Gutes getan, quasi, ne? Das hört man doch gerne, wenn der gute Ed wieder wird. So, dann werden wir mal unsere ganzen Utensilien hier mal abladen. Wie gesagt, die haben einiges an Ruhm gebraucht. Für die Quest. So, wir bräuchten rein theoretisch ein bisschen Munition, ne? Your folks haven't seen Bill around anywhere, have they? I don't think so. Damn fools, probably drunk up a tree somewhere. But could you have your people keep an eye out for him? He's overdue by an hour. Don't worry about it. I'll alert the troops. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen was an Zeug aus unserem Auto schnappen, ne? Und dann verladen wir die Sachen mal. Und dann werden wir mit Michael mal die nächste Runde starten. Wir müssen immer mal ein Auge drauf haben,
wie gut es unseren Leuten noch geht? So, das können wir weglegen, das können wir weglegen und den können wir weglegen. So, den Rest denke ich mal. Den Rest denke ich mal sollte soweit passen. Good to see you. Take it easy. So, dann werden wir mal wieder wechseln zu unserem guten Michael. Damit Mara sich ein bisschen ausruhen können. So, sehr gut. Und dann kann Mara sich erstmal eine Runde hinhauen und ein bisschen ratzen. So, dann gucken wir nochmal, was wir hier so ein Inventar haben. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sind alle gesund? Auch nicht schlecht. So, und wir werden uns jetzt mal austoben, denn wir hatten ja gesehen, dass wir hier irgendwo eine grüne Markierung hatten. Da werden wir uns jetzt mal als nächstes umgucken. So, andere Quests haben wir aktuell keine. Wir könnten rein theoretisch hier bei den Verbündeten nochmal vorbeischauen. Könnten wir rein theoretisch auch nochmal machen. So. Kreischer. Müssen wir uns mal ein bisschen umgucken. Also wir werden jetzt erstmal bei unseren Verbündeten vorbeigucken. Beziehungsweise es macht vielleicht Sinn, die umliegenden Häuser erstmal so ein bisschen zu geisern, ne? Also auszuplündern. Oh. Interessant. How's it going? Sure is nice to see you around here. Die würde ich ganz gerne übernehmen, muss ich gestehen. How's it going? Können wir dem vielleicht irgendwie helfen? How are things on the home front? Tense. People are starting to get antsy, what with the crowding and all. I'll swing by when I get a chance. We'll talk about it. Ah. Hey, how are you? Okay, das bedeutet aber natürlich, hier können wir nichts plündern. So, wir können uns mal umgucken, ob die irgendwas haben, was wir brauchen könnten. Eine Shotgun. Ein paar Mollys. Nichts, was wir unbedingt hier brauchen können. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wir hier nochmal ein paar hilfreiche Verbündete in der Nähe haben. Das ist halt immer gern gesehen. So, dann gucken wir doch mal, ob wir hier noch ein bisschen was Hilfreiches finden. Ja, moin! Na, das hat sich ja mal gelohnt. Das hat sich ja direkt beim ersten Anlauf gelohnt. So, ich würde fast sagen, wir werden noch mal mit dem Auto zurückkommen, ne, damit wir ein bisschen mehr einladen können. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit durchgehend zu Fuß laufen. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt dürfen wir bald unsere Basis das erstmal ausbauen können. Schlafbereich errichten, genau. Das wird uns nämlich jetzt schon vorgeschlagen. Ich kann nicht glauben, du willst wieder runterrennen. Komm schon, Lily. Das ist nicht fair. Du hast recht, es ist nicht. We've built a home here, and you just want to abandon it because things are getting tough. What's going on? I was just trying to tell Lily that we need to start looking for a new place to live. We're too cramped in here, and our runners keep having to go farther and farther from the church to find supplies. Seems reasonable. Things have been pretty tight lately. Fine. Then maybe you should bail on us too. So, tja, wir müssen aber tatsächlich mehr, There you go. Don't say I never gave you nothing. My hero. So, dann
Können wir mal ein bisschen was ablegen. Wie gesagt, den Molotow-Cocktail werden wir ruhig mal aufheben. Wer weiß, wofür wir ihn mal brauchen. Should we? No. Let her cool down. She'll come around eventually. Might not be a bad idea to get out of here for a while, though. You feel like going house hunting? Happy to help. Na, gucken wir mal. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Or we can just drive around for a while and see what we see. Your call. So, wir haben ja noch genügend Fahrzeuge, ne? Ich würde fast sagen, wir wechseln mal zu einem anderen Auto, denn das, was wir hier haben, ist halt schon komplett hinüber. Es ist, glaube ich, nicht mehr so ratsam, da jetzt noch großartig mit rumzufahren. Nehmen wir uns mal lieber ein anderes Fahrzeug. So, dann schauen wir uns nämlich mal um. Ups. So, wir sollten eventuell mal gucken, wo das sein soll, ne? Ach du Gott, das ist ja sonst wo. So, dann müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir fahren die lange Strecke, ne? Oder? Vielleicht die kurze Strecke? Naja, fahren wir die kurze Strecke. Ist wahrscheinlich gefährlicher, aber dafür sind wir schneller am Ziel. So, what was that with you and Lily? It's a long story. Not much on the radio to fill the time. Good point. My mom died when I was 13. Lily was 9. I'm sorry. Yeah. Anyways, not long after that was when Lily was diagnosed. And our dad, he was, he's kind of a wreck. I had to pick up a lot of that slack. Jacob, I need you to be a man. Help take care of your sister. You know what I mean? It was a lot for a kid to live up to. And I didn't handle it well. And as soon as I turned 18, I told my dad that I was moving to Danforth and I was going to college. What happened? Oh, man. Man, he blew up. We had a huge fight. Didn't talk for years after that. Finally got back in touch with him just a couple of months ago, actually. And this is my first visit home. Anyway, I don't think Lily's quite forgiven me yet. So, dann fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend hier, ne? Drücken wir mal ein bisschen auf die Tube. Jetzt mal nach Möglichkeit. Oh. Hm. Haben wir noch mal einen besonderen Zombie gekillt. Oh, das ein Juggernaut, nicht so gut. Das ist nicht so gut. Da sollte man schleunigst von fernhalten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die Straße müssen wir jetzt rein theoretisch abbiegen, ne? Ob ich das richtig sehe. Und jetzt einfach der Straße folgen. So, dann gucken wir uns mal um. Schauen wir doch mal, ob das hier was für uns ist. Well, what do you think? Check this place out. It's got a big yard, a privacy wall that we can fortify pretty easily. And check out that tree fort. We could turn that into a watchtower easy. You seem pretty excited about this place. Yeah, when I was a kid, my best friend Sally, she lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Well then, let's take a look inside. So, meine Freunde, ich würde auch mal sagen, das werden wir mal in der nächsten Folge machen. Denn Jesus. Oh. Can't see. Okay. Okay. What the hell was that?
Don't know. That didn't look like any disease I've ever seen. You? Okay. Nope. Maybe we gotta go, huh? So, jetzt aber. Nächste Folge werden wir uns den neuen Standort für unser mögliches neues Hauptquartier anschauen. Wie gewöhnlich, wenn euch diese zombie-tastische Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Unterstützt mich vollkommen kostenlos ein bisschen bei meiner Arbeit hier auf dem Kanal. Und ja, wir sehen uns in der nächsten zombie-tastischen Folge hier bei State of Decay 1 in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.